Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und ich freue mich ganz besonders heute, die Diva des österreichischen Musicals, der internationale Star, die Ikone der LGBTQ-Szene, Dagmar Koller. Ich danke für den Applaus vor allem. Ja, genau. Weil der war wirklich stark. Danke, dass du hier bist heute. Na, ich freue mich ganz besonders, dich wiederzusehen. Denn ja. Du hast dich sehr verändert. Das Bärtchen ist neu. Naja, das Bärtchen ist neu geformt, aber es ist im Prinzip. Dürfen wir es dann nach der Sendung wegrasieren? Nein, das dürfen wir leider nicht, weil das Bärtchen, also das hat eine kleine Geschichte, die muss ich dir erzählen. Dann hiermit redet gleich wieder mal der tolle Zahl. Das war so, ich hatte das und mein Sohn war 3 und mein Größerer war 6, als ich alleinerziehender Vater wurde. Ja, ich habe es erlebt. Genau, du warst da, hast es schon miterlebt. Toll. Genau. Und der kleine Sohn hat immer gezupft an dem Bart. Und ich wollte den abrissen und gesagt, nein Papa, das Zupfi-Party. Und dann habe ich es ihm erlassen und dann, jetzt habe ich so, mein Friseur in Miami hat gesagt, ich soll so einen Spitzenbart machen. Und jetzt habe ich ihn. Wie alt sind deine Buben jetzt? Jetzt sind sie 15 und 18. Junge Männer? Ja, junge Männer, die sind so groß wie ich jetzt. Und sie akzeptieren das Bärtchen noch? Nein, ich glaube, es ist ihnen egal inzwischen. Ich würde mich wieder schön machen für die Damen der Gesellschaft. Na gut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn eine Dame wie du das sagt, du weißt ja, du musst ja vorsichtig sein, vielleicht mache ich... Muss ja eine, das wird ein ungeheures Thema für die Österreicher werden, jetzt wo die Koller rumstenkert an deinen Bärtchen. Nein, es geht um Folgendes, der tolle Zahl bekennt, dass ich eigentlich immer schon in die Koller verliebt war. Ja, aber sie war natürlich immer mit dem von mir sehr geschätzten Helmut Zilk zusammen. Stell dir vor, was sie für Karriere gemacht hätte aber mit dir. Du hast doch die Riesenkarriere. Ja, mit deiner Musikalität, mit deinem Können, mit deiner Produktion. Wenn ich mit Na, aber geh, du hast doch den tollsten Mann der Welt. Ja, der war auch der tollste, ja. Den es gibt, aber er hat mich schön vom Beruf weggeholt. Naja, aber dafür bist du die First Lady von Wien gewesen. Wir reden natürlich über den berühmten Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, der ja auch bis zu seinem Schluss gesagt hat, dass er mich entdeckt hat. Ich komme immer zum Weinen, wenn ich an ihn denke, weil es waren die schönsten Jahre, die sich eine Frau vorstellen kann. Er war so ein starker Mann, so eine starke Persönlichkeit und trotzdem so irrsinnig lieb und weich und zärtlich. Ich kann mich erinnern, eine Geschichte, die so typisch war, jetzt nicht natürlich privat, da kann ich wenig sagen, außer dass ich ihn von der Frühzeit des ORFs, geschätzt. Weiß es er hat noch. Mich, er hat immer gesagt, er hat mich entdeckt, obwohl das gar nicht so richtig gestimmt hat, aber ich habe es ihm nicht mehr lassen. Wissen, weil, ja. Wer widerspricht schon dem Helmut Zilk? Nein, aber ich kann mich erinnern, eine Geschichte, die gar nichts mit Fernsehen zu tun hat. Als er Wiener Bürgermeister war, hat man sich die Geschichte erzählt, dass er einmal am Sonntag vorm Rathaus spazieren gegangen ist und da war ein Straßenkehrer und dann hat er gesagt, so macht man das nicht, hat ihm den Kehrer genommen und hat ihm gezeigt, wie man Straßen kehrt. Also der Zilk hat alles besser gekannt. Ja, bei mir ist er eines Tages weggelaufen von mir am Graben und ich denke mir, was hat er denn jetzt? Und hebt Papierdeln auf. Sag ich, spinnst du? Du hebst hier die Papierchen von fremden Leuten auf und so. Sagt er, ich bin Vorbild, ich will Vorbild sein und sie sollen sehen, dass ich mich bück und den Schmutz aufhebe und in den Kübel bin. Ja, es war sein Leben. Er wollte immer Vorbild sein für die Leute und er hat es auch gut geschafft. Leider viel zu kurz. Für mich schlimm. Wir kommen dann noch auf den Helmut Zilk zu sprechen, aber jetzt geht es um die Dagmar Koller in erster Linie. Ich hätte mich jetzt vorbereiten können, ich habe heute kurz gegoogelt, alle Filme, die du gemacht hast, alle Musicals, allein die Aufzählung würde, glaube ich, eine halbe Stunde dauern. Was sind denn so deine persönlichen Highlights in deinem künstlerischen Leben, bis heute... Das kann ich dir wirklich ehrlich sagen. Ja? Meine Begegnung mit Josef Meinrad. Ja? Josef Meinrad... Ich wusste, um Gottes Willen, mit dem größten Schauspieler Österreichs darf ich jetzt Mann von La Mancha spielen, die Dulcinea. Das werde ich nicht schaffen, das werde ich nicht können. Ich habe nächtelang geübt und meine Mutter hat mich immer abgehört und hat gesagt, du kannst es, du kannst es. Und dann begegnete ich diesen so bescheidenen, einfachen Mann, Josef Meinrad. Mhm. Und war dann wirklich, ich,
ich habe mich richtig verliebt in die Szene mit ihm, die Sterbeszene, weil er die so gespielt hat, dass ich manchmal wirklich geglaubt habe, der ist nicht mehr. Und das war schon ein Erlebnis, so einen großen Künstler dann so ins Herz schließen zu dürfen und ihm so nahe zu sein. Und dann, muss ich sagen, habe ich auch wundervolle Jahre gehabt mit der alten Zara Leander. Das waren für mich so zwei Menschen, die mir so viel bedeutet haben, weil sie mir Vorbild waren. Und wenn man die als Vorbild hatte, dann kann nichts schief gehen. Also Mann von La Mancha ist sicher ein großer Einschnitt gewesen. Du warst aber auch in Amerika sehr erfolgreich. Ja, sehr erfolgreich, aber das war das Wienerische. In Amerika hat man an mir geschätzt, dass ich ein Wiener Kind bin, ein Wiener Mädel. Und da haben mich diese großen, berühmten, reichen amerikanischen Produzenten alle immer ausgeführt, weil ich sehr bescheiden war. Wir waren ja gar nicht gewohnt, in Wien solche Essen für Leute zu machen. Und ich war immer bescheiden und eben schmal in meinem schwarzen Kleinen bin ich gekommen. Die haben mich wirklich geliebt und die haben mich auch gefördert und groß gemacht. Und ich danke eigentlich all den amerikanischen Juden, die ich dort als Gönner gehabt habe, die wirklich mich gefördert haben und mich in der Karriere weitergeführt haben. Carnegie Hall? Naja, hast du auch sozusagen, was war das? Also das ist Carnegie Hall, wenn du dort gesungen hast, bist du eben dort aufgestiegen in die große Gesellschaft. Carnegie Hall war ich eine Woche lang jeden Abend und das war natürlich ein Wiener Programm, Wiener Walzer. Das hieß Wiener Live, Vienna Live. Und ich war mit einem jungen österreichischen Tenor dort und wir haben wirklich abgeräumt mit den Liedern. Im Prater blühen wieder die Bäume und sowas. Ja, ja. Und wirklich die ganzen Menschen, die da in die Vorstellung bei uns gekommen sind am Broadway, waren wirklich ausgewanderte Österreicher. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast am Broadway gespielt. Ja, wahnsinnig. Ja, also sozusagen eine Österreicherin, geboren in Kärnten, kann man ja dazu sagen. Leilossen. Was? Leilossen, ja. Ich kann ja auch ein bisschen kärntnerisch, aber sozusagen hat am Broadway gespielt. Da gibt es ja nicht so viele Österreicherinnen. Und vor allem wirklich in der ersten Reihe dann. Also wir waren so lange, ich war 9 Monate am Broadway. Und ich habe also da neben Theater, neben uns, neben mir, wo ich gespielt habe, Wiener Blut, also diese Operette von Johann Strauss, war neben mir die Melina Mercury. Und die war dort mit dem, die hat damals La Mer gesungen, ich weiß nicht mehr, wie das die Titel wirklich geheißen hat. Aber sie war der Superstar damals. Griechische Kultusministerin. Ja, genau die. Und ich bin immer zu ihr in die Garderobe, also zu ihr in das Theater rübergegangen über die Straße, weil die haben viel eine bessere Kantine gehabt als wir. Und hungrig waren wir ja, weil wir ja Mittwoch und Samstag immer zweimal gespielt haben. Also die Arbeit am Broadway ist verdammt schwer. Und du kannst dich dort nur durchsetzen, wenn du wirklich diszipliniert bist und auch so lebst. So diszipliniert. Ja, das ist ja was, worüber wir vielleicht auch noch sprechen, was ein bisschen der Unterschied ist zu... Dafür muss ich jetzt einen schönen Schluck. Ja, mach ruhig einen Schluck. Du weißt schon, ich habe von dir einen Gin bekommen. Ja, aber dass nämlich heutzutage man sich nicht vorstellen kann, dass eigentlich harte Arbeit für viele Welterfolge die Grundlage ist. Ja. Ja? Nichts fällt einem in den Schoß, oder? Nein. Und du musst es so lang erarbeiten, bis du wirklich merkst, dass das läuft und läuft. Und trotzdem fallst du oft wieder ganz runter. Die Abstürze dann sind so schrecklich, weil man hat so hingearbeitet, dass man nur gut ist. Aber was für Abstürze hast du gehabt? Naja. Entschuldige. Bei dir ging es doch jahrelang oder jahrzehntelang immer nur hinauf. Weil ich war auch ein guter Kerl. Ich habe nie einen Kollegen oder jemanden irgendwie das Gefühl lassen, du bist es nicht, du bist nicht gut genug oder so. Ich habe alle immer das Gefühl gegeben, boah, jetzt seit du mein Partner bist, kann ich rauskommen und so. Wirklich, man muss mit teilen. Du kannst deine Karriere nicht allein machen. Du musst teilen mit Leuten, mit der Garderobiere, mit den Maskenbildern, die ganz wichtig sind. Du musst den Dirigenten Glauben geben, dass er gut dirigiert, dass er es gut macht. Und dann halt selber sehr viel arbeiten, dass es immer besser wird. Immer besser. Man muss sehr, sehr an sich arbeiten.
Nein, weil du Melina Mercouri gesagt hast. Ich durfte ja, wie du weißt, sehr viel mit Freddie Mercury arbeiten von Queen. Freddie Mercury war homosexuell, ich bin nicht homosexuell, nein, aber wenn sie dann ein bisschen was getrunken hatten und unter sich waren, also er mit seinem Freund oder Elton John mit seinem Freund, haben sie sich Frauennamen gegeben. Das glaube ich nicht. Ich schwör's dir. Das ist eine entzückende Geschichte von Mercury. Er hat sich genannt Melina. Weil eben Melina Mercouri gab es wirklich. Ja? Und der Freddy hat sozusagen im ausgelassenen Status. So was Süßes hast du erlebt. Und da hat er sich Melina genannt. Nein, aber wenn man jetzt davon redet. Könntest du heute sagen, auf Anhieb, dass es noch einmal so eine große Zeit geben wird, wie mit der Melina und so? Nein, also nicht umsonst steht da hinten auch ein Bild von Freddie Mercury, das ich da hingestellt habe, das mir ein österreichischer Künstler, Daimling heißt er, geschickt hat. Du, es ist so, ich hatte das Privileg, mit vielen berühmten Leuten, so wie du, zu arbeiten in verschiedenen Funktionen. Rolling Stones, Whitney Houston etc. Jeder, bin dankbar, das ist ein Privileg, dass mein Hobby zum Beruf wurde. Aber das schreibe ich auch in meinem Buch, das noch nicht heraus ist, My Friend Freddy. So ein Ping-Pong, ein geistiges, mit diesem außergewöhnlichen Mann, wo wir Konzepte gemacht haben und da eine Idee und noch eine und hin und her und hin und her, das hat es vorher und nachher nie wieder gegeben. Das hast du mit ihm erlebt? Das habe ich mit ihm erleben dürfen. Also am Anfang war es ja, habe ich ein Video gemacht und habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich ein Queen-Video gemacht. 32 waren es am Schluss. Ja, 32 Queen und Freddie. Ich durfte ja die Barbara Streisand kennenlernen. Ja, das erzähl doch einmal. Ja, das war Harold Prinz, der mich sehr verehrt und geliebt hat. Ja, wie er nach Wien kam, hat er ja sofort geschaut, dass ich in den ganzen Musicals wirklich toll rauskomme, weil er mich sehr, sehr mochte. Mhm. Und Harold Prinz war ja der König des Musicals am Broadway. Und wie ich drüben war und in seiner Obhut und in seinem Reich, habe ich wirklich Barbara Streisand kennenlernen dürfen. Und das war für mich schon ein Erlebnis. Erstens einmal war die so locker, wie die reinkommen ist. Ich sage ihr ihren Satz nicht, weil ich mich schäme, das zu sagen. Ist sie in die Kantine gekommen und hat gesagt, somebody do fuck here. Also sie wollte jemanden für den Abend, oder wie? Ja, aber sie hat es so lustig gemacht, dass natürlich, wir haben sie ja wirklich alle verehrt und sie war eben wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Weil sie ist ja immer noch, sozusagen immer sie macht noch. Zwar sehr wenig, wirklich. Aber sie ist nach wie vor... Wer sie erlebt hat, kann nie mehr glauben, dass man in diesem Geschäft überhaupt eine Chance hat. Welche Leute, du hast ja auch jahrelang eine sehr erfolgreiche Fernsehsendung gemacht, die springen ein bisschen hin und her. Hallo, wie geht's? Na, es war ganz übrigens eine schöne Grüße Zeit. An die Uschi Stiedl, die glaube ich die deine Redakteurin war. Ja, und später auch. Und ihr Mann war der tolle Kameramann. Ja, aber die Uschi Stiedl hat zwar später auch bei meinen ORF-Dokumentationen oft die Redaktion. Stell dir vor. Aber da hast du ja Weltstars gehabt. Ja. Da war doch der Schwarzenegger. Ja, alle waren. Erzähl einmal ein bisschen. Der Tony Curtis. Ja. Mein Gott, da war Anthony Quinn. Ah, der war so fantastisch. Und den hat der Helmut dann sogar verschafft. Der wollte eine Friedenshalle bauen, unten beim Prater. Es ist nie dazu gekommen, aber der Helmut hat es ihm erlaubt. Hat ihm gesagt, machen Sie das für uns. Aber er hat es dann doch nicht gemacht. Natürlich verlauft das ja. Erinnerst du dich noch an Dreharbeiten von Hallo, wie geht's? Ja, sehr viel. Was ist denn da noch in Erinnerung? Da waren auch Künstler. Das muss man auch ruhig sagen, das kann auch ich sagen. Da gibt es eben die, die es wirklich ganz toll machen und so toll sind auch und so bescheiden in der Arbeit. Und so geduldig auch mit der Arbeit, dass wir ja die Technik oft warten müssen, bis der Regen weg ist, bis wieder alles trocken ist und so. Und solche, die sich viel zu gut sind für so eine Sendung, die sind sich viel zu gut. Und mit der Koller, wozu brauche ich mit der Koller da mich dafür? Das merkt man dann auch sofort am Bildschirm, ob da was vom Herzen kommt oder nicht. Und ich habe wirklich gelernt, viel gelernt von Leuten wie auch der Harald Junke. Das kam vom Herzen, auch wenn er so viel gesoffen hat. Aber es war vom Herzen,
dass er den Zuschauer glücklich machen wollte. Ja, der Harald Juncker war ja in meinen Augen ein Weltstar. Ein Weltstar. Und sozusagen, wenn der jetzt nicht Deutsch, sondern Englisch gesprochen hätte und in Las Vegas etc. statt in Hamburg oder Berlin, sozusagen war wirklich eine Qualität eines Frank Sinatra. Ich werde auch nie vergessen, eines Tages habe ich in Bregenz meinen Abend gehabt. Ich habe damals sehr viele Soloabende gemacht. Und auf einmal hieß es vom Zuschauerraum aus, da ist die Catherine Valente drin. Mhm. Und ich habe plötzlich gesagt, ich habe gehört, die große Valente ist heute bei mir in der Vorstellung. Alle sind aufgesprungen und haben geklatscht. Ich habe wirklich weinen müssen vor Freude, weil das so eine Ehre war. Ganz hinten hat sie sich reingestellt und wollte mein Konzert hören. Und das war einer der schönsten Momente, weil für mich war die Valente eine unfassbare Künstlerin. Ja, wir müssen natürlich jetzt, ich als Oldie, du bist ja viel jünger als ich. Danke. Aber ich als Oldie, sozusagen hier reden wir natürlich zum Teil über die älteren Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht für die jüngere Generation nicht so bekannt sind. Aber es ist wichtig, dass wir die auch nicht vergessen, finde ich. Ja? Ich kann mich erinnern, du hast mir mal angerufen, gar nicht so lange her, 2, 3, 4 Jahre, und hast gesagt, es gibt keine gescheite Dokumentation über den Charles Aznavour. Ja, stell dir vor. Ob ich nicht einen Film machen möchte. Bitte mach einen. Na, pass auf. Und dann habe ich aber herumgefragt, und es war nicht einfach, das sozusagen zu finanzieren. Stell dir vor, und jetzt ist er schon tot. Ich wollte gerade sagen, aber da hat er noch gelebt. Dass du mich angerufen hast, und sagst, du weißt, über den ist überhaupt kein gescheiten Dokumentar, das musst du machen. Und ich habe es probiert. Aber was ich meine ist, die Großen bleiben natürlich, weil es gibt Dokumente, und sei es auch Tondokumente oder Bilddokumente. Geht dir persönlich die Bühne ab? Ja, wie ich jetzt gehört habe, dass wieder Hello Dolly gespielt wird in Österreich. Ist ja auch eine Paraderolle. Habe immer gedacht, mein Gott, wenn einer mich gefragt hätte, weil ich habe die Bette Midler jetzt in New York gesehen, als Hello Dolly. Die war so genial und so fantastisch, dass ich mir gedacht habe, nein, die Rolle will ich nie mehr angreifen, weil so kann sie niemand mehr spielen wie diese Bette Midler. Aber wie ich gehört habe, dass es jetzt doch in Österreich wieder aktuell wird, habe ich gedacht, eigentlich schaut, dass keiner auf die Idee kommt, dass ich da könnte einspringen. Aber es ist so, wir haben ein Land, das nicht die alten Künstler ehrt. Nicht mehr. Ja, dein Mann, der Helmut Zilk, hat ja sehr die Künstler geehrt, und es ist ja kein Zufall. Er hat sie auch geliebt. Zum Beispiel Falco, ja, am Wiener Rathausplatz, ja, wo der Zilk auch rausgegangen ist und so weiter. Ja. Wenn der Falco nicht aufgetreten wäre, wäre dort wirklich ein schreckliches Unglück passiert. Das Publikum vom Burgtheater angefangen, hat immer mehr nach vorne gedrückt. Die wollten immer näher sein, immer näher dem Falco sein, näher, näher. Mhm. Und es war eine Barriere dort, 2 Meter von der Bühne, dass man, und die Leute mussten nachrücken. Die hätten die Leute erpresst, erstickt. Ja, ja. Und wie der Helmut das gemerkt hat, er ist wie ein Wahnsinniger dann raufgelaufen im Rathaus, hat dann, Entschuldigung, hinter der Bühne den Falco kommen lassen. Sie müssen uns helfen, Sie müssen uns helfen. Sie gehen jetzt nur auf die Bühne, wenn Sie einen Schritt, alle Leute im Zuschauerraum, da im Rathaus, zurückgehen. Sonst treten Sie heute nicht auf. Und der hat er gemacht. Der Falco hat das gemacht, und das hat... Ist rausgegangen und gesagt, ihr wartet jetzt alle auf mich, weil sie ja getobt haben, wie er gekommen ist. Na, wann ich mir verspreche, dass jeder die paar Schritte zurückgeht, dann kommen wieder. Und die sind wirklich, weil das, was machst du? Du bist ausgesprochen hilflos. Die sind immer näher gekommen, immer mehr an die Rampe der Bühne. Die Bühne war da oben, nicht? Die hätten wir zigtausend erstickte Menschen gehabt. Das ist schrecklich. Nein, aber die Sache, worauf ich hinaus will, ist, der Helmut Zilk war jemand, der die Künstler auch junge Künstler und Künstlerinnen erkannt hat. Natürlich, weil er selber mit einer Künstlerin verheiratet war. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen. Und aber auch geehrt hat, weil ich meine, der Falk hat unter anderem, oder der Hans Hölzl,
er den Satz gesagt, in Wien musst du erst sterben, bevor es die mögen. Und das hat auch der Gwaltinger gesagt und das war, wenn man so will, auch den Mozart haben schon nicht super in Österreich behandelt, der ist verarmt gestorben. Also in Österreich, so sehr wir eine Künstlernation sind und uns eigentlich berufen sollten und erinnern sollten, dass wichtigste Spuren der österreichischen Nation kulturelle Spuren sind, von KünstlerInnen wie dir oder Kabarettisten oder Musiker etc., so schlecht behandelt das offizielle Österreich, ausgenommen zum Beispiel jemand wie den Herrn Zilk oder später auch Häupl etc., ja, sozusagen die Künstler. Leider ist es so. Gehen wir auf die heutige Zeit. Wir haben einen so wunderbaren Bürgermeister jetzt. Das stimmt. Und ich der war übrigens auch in der Sendung als einziger stell Politiker. Stell dir vor, gratuliere. Ja. Nein, weißt du warum? Weil ich mit ihm Politikwissenschaft studiert habe. Sag wir waren bloß. Beide Studenten. Also oh. Er ist ehrlich gesagt ein bisschen da jünger. Sollten wir wirklich ein bisschen mit ihm zusammen was tun, dass wir den jungen Künstlern, die Österreich herausbringt, wir haben wirklich erstklassige Talente, aber es fördert sie niemand mehr. Mhm. Es ist niemand mehr da, der sich wirklich einsetzt. Mhm. Und ich glaube, ich würde ja so gern, wenn ich schon noch in dem Beruf immer rumschwimme und dorthin hoch und da, würde ich so gern denen helfen, aber ich weiß auch nicht wie. Ich bin ein bisschen immer scheu, an die Medien zu gehen, komm, gebt uns ein Geld und lasst uns da öffentlich einen Abend machen, für die ganz jungen Neuen. Das gibt niemanden mehr. Naja, aber das können wir aber ja das ist die Pandemiezeit jetzt. Aber auch. Vielleicht können wir das ja noch auf die Beine stellen. Vielleicht können wir zwei das auf die Beine stellen. Uns freut das schon. Du, dann naja, ohne Bärtchen. Mit das Bärtchen und das Bärtchen. Und ich ohne... Oh. Ohne Klinker. Ja, aber aufs Bärtchen kommt es nicht anders, sage ich da. Aber eines wollte ich schon sagen, ich mache ja auch eine zweite Sendung für Krone TV, das ist eine Musiksendung, die heißt Rudi Backstage, da erzähle ich Geschichten über Stones und Queen. Und da spiele ich von der ersten Sendung an in jedem Video, in jeder Sendung ein Video von einer Österreicherin und von einem Österreicher. Ja, bravo. Von vorn bis hinten. Ja? Das heißt, Rudis Tipp. Da gibt es keine Geschmackspolizei, da ist dabei volkstümliche Musik, Jazz, was immer, weil es gibt keine Plattformen mehr. Stell dir vor. Weißt du, was ich meine? Es wird viel zu wenig gespielt. Und wo, wenn nicht in österreichischen Medien, sollen die Österreicher gespielt werden? Aber was ich noch sagen wollte ist, geht dir die Bühne sehr ab, weil man da sozusagen, hast du überlegt, noch einmal auf die Bühne zurückzukehren? Du müsstest ja, ich meine, du warst ja jemand, du hast getanzt. Du hast Schau gespielt, du hast gesungen. Ich habe als letzte Rolle des Sunset Boulevard und da bin ich drauf gekommen, dieses Schicksal dieser Rolle noch einmal zu erleben möchte ich nicht. Das ist unangenehm und traurig. Und ich habe das Einzige, was ich wirklich habe als Glück, ich bin abgegangen, jetzt vor einem halben Jahr und möchte nicht zurückgehen. Du möchtest nicht mehr auf die Bühne? Nein. Das, was ich geboten habe, kann ich nicht mehr, weil der Körper nicht mehr so mitspringt und mithupft. Und das, was meine Qualität würde ausmachen, ist eben so ausgewählte, wertvolle Nummern, ist nicht mehr gefragt. Im Moment nicht mehr. Na gut, dann ist noch eine der großen Verdienste des, muss ich auch wieder sagen, Helmut Zilk, dass er den Liveball in Wien ermöglicht hat. Ja. Leider ist er weg. Von Anfang an, jetzt bleiben wir mal beim Positiven. Ja? Und du bist da fast jedes Mal aufgetreten, wenn nicht überhaupt immer. Jedes Mal. Mein Gott, ich habe immer. Erzähl doch ein bisschen deine. Und du wurdest damit zu einer Ikone der Schwulenszene. Und ich weiß nicht genau, wie ich da rausgekommen bin und auf einmal da geht. Man ist ja so nervös immer. Man ist ja eigentlich, was ganz schlimm ist bei mir, sonst würde ich ja noch vielleicht auf die Bühne gehen. Aber ich bin so nervös. Vor einem Auftritt sterbe ich 1000 Tode. Und das ist, letztes Mal weiß ich noch in München, war das so ein großer Auftritt im Deutschen Theater. Auch so ein großer Preis des Jahres, Schauspielerin des Jahres und so weiter. Und ich stand da hinten und habe mir gedacht, jetzt muss ich dann in wenigen Minuten auf die Bühne gehen. Na, ich muss vorher aufs Klo noch. Jetzt habe ich gewusst, ich muss auf die Toilette, das ist so weit weg, dass ich womöglich gerade auf der Toilette bin, wie wenn es dann heißt, Dagmar Koller kommt auf die Bühne. Also was machst du jetzt? Die Entscheidung, gehst du jetzt auf die Toilette? Oder? Die wichtigen Entscheidungen im Leben. Dann auf einmal kommt der Dirigent vorbei, sagt, Dagi, bist du euch bereit?
Nein, bitte noch nicht. Ja, was ist? Ich muss noch auf die Toilette. Nein, das geht jetzt nicht mehr. Es geht auch, braucht auch nicht. Aber das ist in die Hysterie. Man hat so aber Angst. Aber man würde doch meinen, dass jemand, der so oft und auf so vielen Bühnen der Welt gestanden ist, ja, wie du, sozusagen nicht mehr das hat, was man Lampenfieber nennt. Gehört das dazu bei dir? Ja. Du, ich bin in New York aufgetreten vor meinem Auftritt. Das war noch die Zeit, wo ich ganz klassische Musik noch gesungen habe. Und ich musste rausgehen mit dem Lied von Mana Maki, ein Mann wie Sie. So, diese schöne, hohe, helle Stimme. Und da, genau bevor ich raus muss ich auch auf die Toilette. Also das war so schrecklich. Aber das ist alles im Kopf, nicht? Das sozusagen das Bild. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hinaus muss, dann passiert was auf der Bühne. Aber es geht dann alles. Nur mit dem zunehmenden Alter werden die Nerven noch schwächer. Du wirst ja jünger. Du wirst nicht älter. Du wirst jünger, warst immer schon jünger als ich. Komm. Ich bin der alte Depp. Nein, so, jetzt wollte ich eines sagen, wir haben noch viele Geschichten mit Dagmar Koller, Musicalstar und Ikone. Und jetzt aber zu etwas ganz anderem. Zurück bei Ohne Maulkorb mit Tolle Zahl, heute vor allem mit Dagmar Koller, Musical-Star und Ikone. Und du willst ja so tatsächlich, dass ich mir den Bart abrasiere? Ja! Warum? Gottes Willen. Also sie sagt, nein, ich muss mir den Bart... Der schaut so komisch aus. Ich schaue so komisch aus, gut. Ja, also dann werden wir eine Umfrage machen in Österreich. Ja. Soll sich... Nein, Spaß. Mach das aber, das wäre lustig. Was? Die Leute sollen sagen ja oder nein. So wichtig bin ich nicht. No, ja, du bist nein, es nein, nein, nein. Ich bin immer... Nein, das also ist so ich glaube, wenn du dich befreist von diesem etwas, was da vorne runterhängt, ein Glück. Also gut. Du hast schöne Lippen. Die sieht man gar nicht, weil man schaut nur auf das schwarze Ding da. Ja. Das auch noch spitz nach vorne also geht. Also gut, jetzt muss dann ich eines sagen. Dann musstest du dir ein Pink Marshall hier anhängen, dann vielleicht akzeptiere ich es. Na, keine Marshall davon. Das finde ich ganz blöd, wenn die Leute im Bad dann noch was dranhängen. Na. Vor allem, also ich habe dir ja gesagt, dass ich immer schon verliebt war. Ich lege dich an, sobald du das herunten hast, schick mir ein Foto von dir. Bitte. Also wenn, dann musstest du mir abrasieren. Nein, das traue ich mir nicht. Wieso? Ich habe Schnei, alle Männer. Ich habe den Helmut einmal die Haare geschnitten und habe ihm so viel Haut mitgenommen. Das weckt bitte nicht. Ja, ich wenn, so dann musst du das machen. Ich habe so gezogen und geschnitten. Ja. Dass da aber beim Ziehen ja die Haut mitgeht, habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, das sind jetzt die langen Haare. Nein, dann lasse ich die lieber nicht mehr. Nein, bitte nicht. Ja, nein, aber ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich immer schon verliebt war in dich. Und jetzt mache ich da, was ist, wenn ich dir jetzt in der Sendung einen Heiratsantrag mache? Fällt mir das Glas aus der Hand. Warte, lass schönes Glas. Wie würde ich reagieren? Ja, wie würdest du jetzt reagieren, wenn ich sage, ich möchte dich heiraten? Du bist ja jünger als ich, also ich bin ja der Ältere. Bist du älter? Darüber reden wir nicht, weil das Alte ist eh wurscht. Nein, es ist eine Frau, fragt aber, man nie nach dem Alter. Aber wenn ich jetzt müsste auf einen Heiratsantrag antworten, sage ich, wow, super, mach mal. Oder ich würde sagen, soll man das wirklich so leicht hinnehmen, weil wir trennen uns ja nach einer Woche wieder. Wer sagt denn das? Ach so, überzeugt bist du von dir. Na gut, ich habe das noch nie gemacht in meiner Sendung. Das ist, das ist Wasser, was ich trinke, bitte. Ja? Das ist kein Wodka, weil ich ja mittlerweile 750 Tage keinen Tropfen Alkohol trinke. Stell dir vor. Ist aber nicht so mit Ansage gewesen. Ich will jetzt Anti-Alkoholikerin. Weiß ich auch nicht. Vielleicht fange ich wieder an zum Trinken. Aber weißt du, in Amerika ist es einfacher, nicht zu trinken. In Miami ist immer sehr warm. Du hast ja dein Refugium in Portugal. Erzähl doch einmal ein bisschen über dein portugiesisches Algarve. Ist das ja, gell? Ist schon was Wundervolles. Es ist was Einmaliges, aber für Leute, die nicht selbst wissen, wie sie sich das Leben schön machen, kann es langweilig sein. Weil es ja nichts. Da ist nichts. Die Portugiesen sind wirklich... mit Recht
dass man sagt, das ist das Armenhaus Europas. Wirklich? Mhm. Es fällt Ihnen nichts ein. Das, was jetzt groß entsteht in Portugal, es wird ja viel gemacht, dass es einen Tourismus gibt, ist von Ausländern, von Deutschen gemacht. Aber die Portugiesen selbst sind sehr lieb, sehr verkrochen, sehr zu Hause. Und nein, das wäre es nicht. Die große Welt sieht anders aus. Bist du da immer noch am gleichen Platz? Muss immer noch, ein Traum. Sagen. Ich habe das Glück von der Familie Dusiker damals, das Haus, weil ich es so geliebt habe und mit ihnen immer geturnt und getanzt und geübt habe, habe ich das dann übernommen. Im Ferry Dusiker. Ferry Dusiker. Und ja. Es war sehr schwierig, weil ich ja nie Zeit hatte. Und jetzt habe ich Zeit, jetzt fahre ich auch oft genug dahin, muss sehr vieles ändern laut Gesetz, weil wir Gesetze kriegen, die ja immer verrückter werden. Es ist ja heute nicht mehr so leicht, im Ausland was zu besitzen. Und ja, und ich werde immer älter, werde auch müde. Trotzdem ist es ein Traumland. Wenn ich in der Früh aus dem Schlafzimmer rauskomme, gehe ich kerzengerad hin auf die Terrasse und schaue auf mein Meer runter. Das ist so 30 Meter unter mir. Und dann die Wellen, die dann kommen und die Kraft, die die Wellen dir geben. Diese Natur, die dich so ausfüllt mit Genugtuung, das mehr braucht der Mensch ja nicht. Was braucht er? Ein Brot, ein Wein und das Meer. Oder Wasser. Oder Wasser. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich ja seit 20 Jahren in Miami auch einen Stützpunkt sozusagen habe. Und da höre ich das Meer rauschen. Ja, ich habe auch eine kleine Terrasse, gar nicht groß, aber da schaue ich runter aufs Meer. Und ich finde, dass das Meer, also das macht irgendwas mit meinem Herzrhythmus. Irgendwie beruhigt mich das. Ja? Und es mag auch manchmal stürmen oder schlechtes Wetter sein, das ist ganz egal. Aber das Meer zu hören, finde ich, ist etwas irrsinnig Tolles. Also egal, ob es jetzt stürmisch oder normal ist, das ist Miami. Ich war ja jetzt in Spanien 6 Wochen, weil ich ein bisschen suche, ich mag es nicht so sehr, wenn es so früh dunkel wird. Das ist die Zeit, wo ich gern irgendwo längere Tage habe. Ja? Mhm. Und das war jetzt 20 Jahre in Miami, aber jetzt haben wir ja diesen Trump da drüben gehabt und die Pandemie. Ich befürchte, der Trump kommt wieder. Ja, das habe ich schon vor 1,5 Jahren gesagt, wo alle Leute mich ausgelacht haben. Das ist Realität und dann wird das sehr, sehr unlustig in Amerika zu leben. Ich arbeite drüben, weil es drüben natürlich sehr viele gute Filmemacher, Studios gibt, aber leben, habe ich mir gedacht, dann bin ich jetzt in Spanien auf der Suche. Da bin ich gar nicht so weit weg von dir. Dann lass Spanien aus, komm gleich nach Portugal. Na, ehrlich. Ich kann es nicht glauben, dass ich alles, was mein Herz begehrt, in Portugal finde. Aber du musst dich auch hineinleben, dass es vieles nicht so funktioniert, wie du das aus Wien gewöhnt bist. Aber es ist ein herrliches Land. Ja, du, ich habe ja auch Miami, sagt man, ist wie dritte Welt und zufällig mit amerikanischer Vorwahl. Also da funktioniert ja auch nicht alles so wie in Wien. Aber was ich finde ist, ich war auch in der Algarve schon einmal auf Urlaub, vor wahnsinnig langer Zeit, mit meiner ersten großen Liebe. Ja. Habe ich einmal einen Urlaub gemacht, ich kann mich allerdings ehrlich gesagt an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, das war glaube ich auch mein erster Urlaub. Schau, mit 17, 18, 19 oder sowas. Mein Gott, so früh warst du da schon einmal. Aber ich habe keine fotografische Erinnerung. Nein, es ist ein eigenartiges Land. Also mich hat es gefangen und ich fahre auch gerne wieder hin. Obwohl natürlich ich den Luxus des Amerikanischen liebe. Ich liebe halt, wenn man die Strände so bequem hat wie in Amerika und dann noch ein heißes Wasser und ein heißes Meer, dann ist mein alles erfüllt. Natürlich, man muss das trennen. Also Amerika hat viele interessante Aspekte. Ja. Aber vor allem auch in der letzten Zeit, weißt du, wenn du 70.000 Infektionen waren, ich war ja in der Pandemie drüben, ja, 70.000 Infektionen im Großraum Miami und niemand hat eine Maske getragen, weil der Herr Trump gesagt hat, Masken sind nur für Feiglinge. Und dann wird es irgendwie unlustig. Weißt? Und dann habe ich von meinem Büro aus gehört, Schüsse, also von richtigen
Gewehren und Pistolen, wo Black Lives Matter-Demonstranten erschossen worden sind, oh, von Trump-Anhängern, dann denkst du irgendwie, naja, muss ich das wirklich haben? Ja? Wobei, jetzt, while we speak, wir zeichnen das gerade auf, wo jetzt gar nicht so weit weg von hier in Europa ein Krieg anfängt. Also, ich meine, ich bin immer ganz glücklich, dass meine beiden Söhne den Optimismus behalten. Ja? Weil wir haben schon eine Zeit, zu sehr dürfen wir uns nicht umschauen, um nicht zu sehr negativ zu denken. Was da also ich habe ja natürlich so ein Glück gehabt, in Österreich ganz wunderbare Großeltern zu haben, die wirklich ganz einfache Menschen waren, einfache fast Bauern, aber sie waren gar nicht so reich, dass sie Bauern waren. Du kommst aus Kärnten? Aus Kärnten. Und zwar wo? Aus Klagenfurt. Aus Klagenfurt? Nötsch. Nötsch. Genau. Naja. Aufgewachsen mit bis zum 5. Lebensjahr in Nötsch im Geiltal. Ich verstehe, na geil, sagen wir aber alle. Das war ja auch damals die Zeit, wo natürlich die Leute, der Hitler hat so Häuschen da unten hinstellen lassen. Ich weiß nicht, wie das ist ganz. Ich habe mich politisch absichtlich nie interessiert, weil dann weiß ich nicht, wo ich hingehöre. So oder so oder so. Auf jeden Fall waren damals Führerhäuschen in Nötsch im Geiltal gebaut. Und da wurden dann Mütter mit Kindern einquartiert. Und meine Mutter wurde dafür ausgesucht, weil ihr Ehemann brav in der so Armee weiter, war und so weiter. Ja. Und damit hat sie uns zwei Kindern in einem kleinen Häuschen in Nötsch, die stehen auch noch dort, großgezogen. Aber Klagenfurt, also ich war ja sehr Klagenfurt oft, war ich ja erst mit 5, 6 Jahren da. Ja, ja, aber ich wollte sagen, Klagenfurt, ich bin in der Nähe von Villach immer gewesen mit meinen Eltern. Und da gibt es ja irgendwie diese Rivalität zwischen Klagenfurt und Villach. Die, ganz stark. Die mögen sich irgendwie nicht. Die mögen sich nicht. Und die ich war einen, am Ossiachersee. Ja, oh, die und einen. Ja, oh, schön. Ich kenne beides, weil meine Tanten und Onkel in Milstedt, Milstedtersee waren, die anderen am Ossiachersee. Wir waren reine Kärntner, Klagenfurter. Klagenfurter Stadttheater war mein erster Auftritt, da war ich 6 Jahre. Wann war dein erster Auftritt? Mit nicht ganz 6 Jahren. Schari hat selber nichts, macht nur einen Knicks in Gräfin-Maritzer. Und ich war so glücklich, wenn ich. Aber ich musste immer um 8:30 im Theater fertig sein, damit ich dann noch aufgenommen wurde im Waisenhaus. Ich habe im Waisenhaus gelebt, weil meine Mutter war ja so krank und mein Vater war ja nicht mehr bei unserer Familie. Ich bin ja als allein, ich habe nie einen Vater gehabt. Ist dir das abgegangen? Ja, sehr. Ich habe im Helmut Zilk den Vater gefunden, bis ich draufgekommen bin. Der ist ja alles in einem. Vater, Liebhaber, Freund und ja auch, wie sagt man denn, was kann man noch ihm anhängen? Ja, da war eh schon einiges. All in one. Naja, das ist sozusagen Eltern. Mir ist das immer abgegangen. Ja. Und ich habe sicher auch heute noch den Komplex, ein Mann in meiner, mit mir zu leben. Das muss ganz eigenartig sein. Ich weiß es nicht. Naja, man weiß ja inzwischen, deswegen habe ich ja das auch sehr ernst genommen, da mich meine Buben aufgezogen habe, dass diese ersten Jahre, wenn ein junger Mensch auf die Welt kommt, ja, also dann 2, 3, 4, 5 Jahre alt, dass da ganz wichtig sind die Bezugspersonen, die diese jungen Menschen haben. Ja. Aber ich habe halt dann die sozusagen, man kann auch, indem man sich als Vater, weiß ich nicht, so wie ich, alles antut, kann man halt eine Frau nicht ersetzen. Ja? Also ich bin was entschuldige, zu dass ich dich jetzt unterspreche. Ich höre dir so gern zu, aber ich bilde mir ein, weil ich ja schon so lange jetzt bei dir sitze, dein Bärtchen wird immer kleiner. Ich bilde mir ein, du rutschst schon runter. Nein. Und ich freue mich auf den Moment, wenn es weg ist. Na gut, wir werden dann noch ein Foto machen, wo du mir ein Bärtchen zupfst. Nein. Was sind denn so interessante, was freut dich im Augenblick? Und auf der anderen Seite, was ärgert dich im Augenblick? So was mich im Augenblick sehr freut, ist, dass ich doch noch interessiert bin, Leistung zu bringen, und das geht dahin, dass ich brav meine Gesangsübungen mache, die aber nicht nur wegen dem Gesang gut sind, sondern auch für die Atmung. Mhm. Und ich merke,
Wenn ich dann so durchgeatmet habe und das gemacht habe, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Es ist auch eine Sache, wenn du gesund bleiben willst. Und ich mache auch wieder meine körperlichen Bewegungen, weil der Körper wirklich nachlässt. Der lässt nach. Ich konnte früher immer so mit, schau, so, hups, und dann hoch. Mhm. Ist der Schenkel viel zu schwach geworden. Und du machst Sport? Nein. Oder Sport turnst? Nicht. Oder? Turn, ich turn so. Ja, meine ich, das ist ja sportliche Bedingung, ja, im Turnen. Aber meins ist ja so exklusiv schönes Gymnastik, dass ich, also ich könnte sofort auf der Bühne stehen und hinfallen und fast einen Spagat machen. Das geht ja nur alles, aber das ist zu wenig. Die Kraft muss im Schenkel sein, dass du, wenn ich da vorgehe, so, schau, so, und jetzt mit dem Schenkel Hochdruck. Ich krieg's fast nicht mehr hoch. Nee, das ist super. Ja, da komme ich manchmal nicht auf. So, jetzt gehst du uns aus dem Bild, aber es macht nichts. Würdest du dich wieder hinsetzen? Ja. Du bist so schön, wenn du stehst, aber auch wenn du sitzt. Ja? Du, was habe ich denn da für eine billige Uhr? Die geht immer auf, wenn ich mich bewege. Ja, macht ja nicht. Also du turnst sozusagen und machst Übungen, ja, und ja, so. Ja, ganz fleißig. Jeden, ja, Tag? Jeden Tag, ja. Und Atemübungen, das machst du, glaube ich, noch von deiner... Nein, das mache ich eigentlich mal, um einzuschlafen. Ja? Aber wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann mache ich diese Atemübungen. Das ist so langweilig. Ich kann so verstehen, dass Menschen das nicht machen wollen. Mhm. Aber wenn ich es dann so ein 8., 9. Mal gemacht habe, dann fange ich schon an zu gähnen. Und dann gähne ich ja so gern laut. Mhm. Mein Gott, wenn ich mit jemandem leben würde, der würde ja einen Schock haben. Ich kann mich nur nicht empfehlen. Also ich gähne ja so richtig laut. Was sind Dinge, die dich ärgern heutzutage, so prinzipiell, oder die dich aufregen kann? Aufregen kann? Ja, wenn eine fesche Person vorbeikommt und nicht Grüß Gott zu mir sagt, regt mich das auf. Jetzt werden sie alle Grüß Gott sagen. Nein, ich habe nichts, was mich ärgert. Ich habe mich so viel wie weit betrifft dich die Pandemie? Oder wie viel sehr, das hat mich sehr, weil ich große Angst habe, mich anzustecken, weil ich so viel unterwegs bin. Mhm. Aber ich passe so auf, ich trage die Maske ununterbrochen. Geimpft? Ja, so, sofort alles geimpft. Mhm. Naja, gibt es ja auch noch Menschen in Österreich oder auch in Deutschland, überall, die dagegen sind, ja. Die da dagegen sind. Das regt mich zum Beispiel ein bisschen auf, weil ich finde, dass das, also jeder, der halbwegs intelligent ist, so wie du, und oder halbwegs, ja, weiß, dass man sich damit schützen kann. Weißt, mich hat damals niemand gefragt, da war ich ein kleines Kind und habe eine Schluckimpfung gekriegt, ja, und dafür gibt es keine Kinderlähmung mehr auf der Welt, also bei uns. Ja. Ja. Und dann habe ich nur eine Bockenimpfung gekriegt und es gibt keine Bocken mehr. Ja. Also und ich war nach der Bockenimpfung 8 Wochen schwer krank. Gut. Das hat ja alles auch seine Nebenwirkungen, schon richtig, aber es gibt heutzutage keine Bocken mehr. Stell dir vor, wie viele Leute in früheren Jahren das erleiden mussten. Aber was regt mich auf? Ja. Was mich aufregt ist... Schlechtes Theater, schlechte Musik? Nein, das Theater, das ist eh... Ja, es regt mich einiges auf. Wenn ich den Fernseher anmache und dann immer wieder höre, wie man auf den losgeht, auf den Politiker. Das ist nicht leicht in Wien und Österreich, ein Politiker zu sein. Ich habe es ja erlebt mit dem Helmut Zilk. Mhm. Der war nur bedacht, dass er den Leuten Gutes macht. Und zu wenig Echo war dann. Wir sind schon ein Land, das sehr, sehr nicht verwöhnt ist, sondern anspruchsvoll ist. Weißt, das habe ich erst heute oder gestern, glaube ich, zu jemandem gesagt, unser Jammern, vor allem in Wien, ich bin sehr gern Wiener, und ich finde das, also von der Tradition von Helmut Zilk weg, Häupl, Ludwig, es ist sozusagen inklusive der Kultur, für die ja der Helmut am Anfang zuständig war, ja? Also als ja, Kulturstaatsrat. Da haben wir, glaube ich, haben wir es ganz gut, da ist sehr Gutes passiert. Ja? Und wenn wir da jetzt nörgeln, und wie immer kann man viel kritisieren, ist das ein Nörgeln auf sehr hohem Niveau. Wenn ich mich umschaue in anderen großen Städten, die nicht so gut gemanagt waren und sind wie Wien und die nicht so viel trotz alledem für Künstler tun. Aber sozusagen, ich bin schon ganz gerne ein Wiener. Ja? Aber geht es dir zum Beispiel so, das geht es mir so, und ich will nicht da
mich einmischen mehr und ich will ja gar nichts sein und nichts werden. Ich bin ja alles geworden, was ich mir erträumt habe. Bin sehr glücklich. Aber sind ich alle deine Träume wahr geworden? Alle Träume. Ich bin einzig und ganz traurig, dass man so wenig überlegt, wer an der Spitze der Kultur ist. Ich finde, dass Österreich keinen Kulturminister hat. Ja, das ist ja ein Zeichen, dass ist ein Staatssekretär. Also das finde ich, wir sind eine Kulturnation. Ja, wenn es irgendwas gibt, was von uns überbleibt, von Österreich, irgendwann einmal, dann sind es kulturelle Spuren. Kulturelle. Über Jahrhunderte. Also das finde ich ja Armutszeugnis, aber bitte. Ja, ja, aber das können wir nicht ändern. Es gibt auch eine dunkle Stunde, ich weiß nicht, wir haben es nicht abgesprochen. Es gab natürlich auch das Attentat an den Helmut. Wie ist denn das damals, was hat das damals in dir ausgelöst? Es kann man nicht mehr erklären. Das ist so unfassbar, weil es so unerwartet passiert ist und niemand gedacht hat, dass sowas überhaupt passieren kann. Und gerade dem Menschen, der nichts anderes im Kopf hat, also zu helfen der Öffentlichkeit. Da ist der Glaube dann ja bei mir eine Zeit lang wirklich. Gibt es einen guten Menschen? Gibt es den? Ist der Mensch gut? Habe ich lang gebraucht. Und durch die Genesung des Helmuts und dass er wieder auf die Beine kam und dass man, wir haben ihm ja eher geholfen, dass er wieder auf die Beine kam, weil er wollte nicht mehr weiterleben. Er wollte, stört mich nicht. Mich stört ja nichts im Leben. Aber das hat mich schon schwerstens getroffen und vor allem, dass er dann wirklich Gott sei Dank aus Liebe zu mir nochmal das Leben in die Hand genommen hat. Aber das war schon eine schwere Zeit für mich. Damals in der Volksoper in den schwersten Rollen auf der Bühne gestanden, wo sie alle eifersüchtig sind, das sowieso. Als Künstler wirst du immer beneidet. Es gibt immer einen, der gegen dich ist und dich schrecklich findet. Und die sind schnell am Lautschreien, ob du gut oder schlecht bist. Da muss man lernen, hineinzutauchen, das zu gehen. Hast du auch erlebt? Naja, sicher. Das ist sozusagen auch denn die Neider muss man sich in Österreich verdienen. Oder vor allem muss man sich sozusagen hart erarbeiten. Ja, aber ich stelle mir vor, dass das schon an die Grenzen dessen geht, was man in einer Ehe sozusagen aushält. Das gemeinsam. Schreckliche ist halt dann, bis so ein Mann dann wieder so weit ist, dass er an sich selber glaubt und dass er dann es schafft, nochmal durchzustarten. Ich möchte dir sagen, mir gefällt es so gut, dass du so diese Dinge heute aufrecht hältst. Das ist so wichtig für die paar Künstler, die noch sind. Naja, ich finde, es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ich habe ja in dieser Sendung auch eben viele Leute immer wieder eingeladen, um so einen Geplauder, wie wir es jetzt machen, damit wir, ob das der Christian Kolonowitz ist, oder auch aber Musiker. Aber der hat es ja schon geschafft, der Kolonowitz. Ja, ja, natürlich. Und aber es gibt ein paar so Junge, die wirklich vielleicht noch ein bisschen brauchen. Ja, wobei so ist, jeder tut, was man kann. Ne? Sozusagen, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Was ich sagen möchte? Warte. Ja. Aber es gibt immer so vieles. Gott sei Dank haben wir ein sehr gutes Theaterleben in Wien. Die Theater, die wirklich schöne Aufführungen machen, zum Teil. Nicht alle, aber viele. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass unsere Öffentlichkeit, unsere Wiener, sich nicht mehr bewusst sind, wie schön ihre Stadt ist. Ja, das kommt mir auch manchmal vor. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit Nörgeln auf hohem Niveau. Ja? Du, genauso wie meine Wenigkeit, wir kommen viel in der Welt herum. Ohne zu brauchen, wir haben nie so ein wie in Wien ist so schön. Ja, wir also viele andere Städte gesehen auf der Welt, ja, große Städte, ich meine, Wien ist eine Großstadt. Und wie sauber Wien ist, ja, wie viele... Allein das, wie die Hunde gut betreut sind. Ja,
Aber weißt du, was ich meine? Oder auch wie wenn's da, wenn du da in Amerika schon gar nicht, ja, manche Städte anschaust, aber auch andere europäische Städte, ja. Oder eben auch die doch alle die kulturellen Einrichtungen, auch wenn es immer noch mehr geben könnte. Ja? Aber sozusagen, es ist schon die Grünflächen. Ja? Weißt du, also es gibt schon eine ganze Reihe von Sachen, die in Wien ziemlich klasse sind. Ja, es ist wirklich, ja? Wahr. Und dazu hat ja dein Mann, du hast bei vielen Dingen geliebt, den Startschuss gegeben. Er hat sein gegeben. Wien über alles geliebt, er hat versucht, soweit es geht, es zu lockern und auch in der Politik ein bisschen zu nahe zu bringen, dass die Politiker nicht alles Trotteln sind, sondern wirklich ambitioniert was machen wollen aus der Stadt. Es wird zwar immer weniger, weil sie alle eifersüchtig aufeinander sind. Die Eifersucht ist sehr stark in Österreich. Keiner gönnt dem anderen einen Erfolg. Das ist ganz unglaublich. Naja, das ist ja auch etwas ganz Typisches. Weißt du, wenn ich zum Beispiel in Amerika, wo ich ja sehr viel lebe, wenn da zum Beispiel ein Preis vergeben wird. Der ja, für happy, einen Filmpreis. All happy. Na, pass auf, und ich gewinne das zum Beispiel, dann rufen mir die anderen vier Regisseure an und gratulieren mir. Oder wenn zwei andere ruft, ich den an und sage Congratulations. In Österreich, weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich ja, die Neider musst du dir erarbeiten. Das ist etwas, was mir gefällt an Amerika. Dass die sich freuen über den Erfolg von des dem anderen. Gell? Ja. Ja, das kann man so, das finde ich ist eine tolle Geschichte. Aber die Amerikaner sind halt auch so wahnsinnig naiv, weißt? Also ich meine, und dann muss man halt auch einfach einsehen, dass die Allgemeinbildung in Amerika, ich habe ja meine Söhne zuerst in Amerika in eine Public School geschickt. Ja? Mein Gott. Weil die haben nichts gelernt dort. Das war unmöglich, ich habe die rausgenommen. Sie gehen in Wien, also in Pressbaum eigentlich, ja? Jetzt in eine Privatschule. Das war, denen hat das schon gefallen, aber die haben überhaupt nichts gelernt dort. Nein. Also die werden zu Hause kommen und weißt du, was ich meine? Also das ist, aber toll, dass du die zwei Buben so großgezogen hast. Du hast das ja miterlebt zum Teil, gell? Das war schon berührend damals. Naja, aber schau, ich bin doch nicht mit über 40 Vater geworden und mit dann, was willst du aufgeben oder was? Das ist das Gleiche, wie was dir mit dem Helmut passiert ist. Und das brauchst du jetzt dann nicht mehr. Ja, aber jetzt lass uns ein bisschen ernst bleiben. Das ist das Gleiche, weißt du, soll man jetzt aufgeben, weil irgendein, Wahnsinniger da eine Briefbombe schickt, die einem die Hand zerfetzt? Soll jetzt ein Mensch, der sein ganzes Leben für die Öffentlichkeit da war, in verschiedensten Funktionen und vom ORF bis Ding, soll jetzt sagen, gut, jetzt bringe ich mich um oder was? Oder macht man eben weiter? Ja? Und ich habe auch nicht gewusst, wie ich das schaffen soll. Also da habe ich zum Beispiel jetzt eine ganz große Angst, was sich da entwickelt in Österreich, dass es so Stecher gibt mit dem Messer. So viele Menschen werden verletzt, die gar nicht merken, dass sie auf einmal ein Messer hinten reinkriegt haben. Dass diese Brutalität plötzlich so zutage kommt. Naja, es gibt viele, viele Dinge. Ich meine, was ich zum Beispiel toll finde, und da finde ich, habe ich gemerkt, dass es, weißt du, es ist ja immer die Frage, wie erzieht man seine Kinder. Mhm. Ja? Und wie ich in diese Situation kam, dass ich eben Alleinerzieher war, habe ich als erstes eben einen mir sehr befreundeten Kinderpsychologen angerufen und habe gesagt, was kann ich jetzt alles falsch machen? Ich war noch nie in der Situation. Ist das lieb. Naja, so. Und der hat gesagt, ganz wichtig, nie über die Mama schimpfen. Ja, ja, bei dir. Ganz wichtig, mache ich sowieso nicht, aber weißt du, wenn man über Ex-Partner schlecht redet, redet man schlecht über sich selber. Also das geziemt sich einmal prinzipiell. Ja. Nummer zwei hat er gesagt, alles gleich lassen, also wie ein Felsen in der Dings. Und das dritte war, sagt er, die Kinder glauben immer, dass sie schuld sind an der Trennung der Eltern, ihnen alle möglichen Gefühle zu geben, dass sie nichts dafür können, dass Mama und Papa getrennte Wege gehen. Ja? Ja. Und jetzt habe ich das große Glück, das ich jetzt habe mit meinen Söhnen, du kennst sie ja beide, ist, dass ich jetzt fast schon das Gefühl habe, ich lerne mehr von ihnen, als sie von mir gelernt haben.
Mein Großer war zum Beispiel bei Fridays for Future. Ich habe das gar nicht gewusst. Schickt mir ein Selfie, Foto und sagt, schau Papa, ich bin bei Fridays for Future für die Umwelt. Also muss ich offenbar irgendwie ein bisschen was abgefärbt haben. Weißt du, was ich meine? Und da denke ich, oder der andere ist dann zu mir gekommen und sagt, ja, ich halte jetzt ein Referat. Sag ich, worüber? Sagt er, Menschenrechte und Martin Luther King. Jetzt hör auf. Ich schwör's dir. Und ob ich irgendwas weiß, darüber sagen, da kann ich da einiges dazu und habe ich mir ein paar Bücher und so weiter gegeben. Aber das bestärkt meine Theorie, ja, dass besser mehr als dass man ihnen was beibringt, was man ihnen vorlebt. Was für ein Mensch bin ich? Wie geht der Papa mit Menschen um? Ja, wie behandelt er sie? Was für Musik hört er? Was für Bilder schaut er sich an? Ich kaufe ihnen jetzt immer Bücher, Dali oder Nietzsche oder was immer, und sage, müsst es nur einmal durchblättern. Braucht das gar nicht lesen. Wie das jetzt einmal gesehen habt, weißt du, irgendwann einmal später nehmt ihr das Buch in die Hand und lest es. Aber weil da, man kann doch was mitgeben. Und das finde ich der Optimismus. Ja, weil die Kinder und die Jungen, die retten unseren Planeten. Das sage ich da. Wenn wir es nicht zusammenbringen. Und lebst du mit deinen Söhnen noch zusammen? Ja, teilweise. Also, wenn ich nicht im Ausland bin. Und es ist aber so, das wechselt immer. Das ist jetzt sozusagen unterschiedlich. Aber du musst denken, der Große, ich bin mit 17 Jahren ausgezogen. Mein Großer ist jetzt fast 19. Also, wir suchen gerade eine Wohnung für ihn, der hat eine Freundin. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Das geht schon weiter, Dagi, weißt? Aber es ist auch schön, toll. Deswegen will ich ja ein fitter Oldie sein. So, jetzt machst du mal den Heiratsantrag, vielleicht ja, denken wir also, doch drüber nach. Also, pass auf, also, live auf Sendung, also live sind wir ja nicht mehr auf Sendung. So, sind wir scharf? Ja, gut. Liebe Dagmar Koller, würdest du mich heiraten? Oh ja. Ja, ja, warum nicht? Warum sollte ich Nein sagen? Du hast so viel Schönes in deinem Herzen und so viel erlebt und so viel gesehen. Man würde sich nie langweilen bei dir. Also das macht mir jetzt fast verlegen. Ich würde sagen, wir können weiter darüber reden, oder? Mhm, gut. Wir bleiben weiter im Gespräch. Okay, ja. Und Seher von Ohne Malkörb mit Dolle Zahl werden sozusagen erfahren, wie es weitergeht. Ich sage Dankeschön, dass du heute da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Du warst ein wunderbarer Gast. Dankeschön. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wer mir folgen möchte, wird jetzt eingeblendet die sozialen Plattformen, wo ihr mir überall folgen könnt. Nicht vergessen, es gibt noch eine zweite Sendung, die heißt Rudy Backstage, jeden Sonntag um 20.15 Uhr die Musiksendung, die ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Und am Schluss sage ich immer, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect, weil wenn man Liebe anderen Menschen entgegenbringt, sich selbst liebt, vielleicht auch jemanden ganz persönlich liebt und jedem Respekt entgegenbringt, ist man gar nicht so ein schlechter Mensch. Deswegen sage ich jetzt danke fürs Zuschauen und Love and Respect. Boom.